Kalmar können Sie zum Beispiel zum Füllen vorbereiten. Hierfür zunächst den Kopf und die Innereien abziehen. Dann den durchsichtigen, sogenannten Chitinstab herausziehen. Die Tuben unter fließendem, kaltem Wasser säubern und die dunkle Haut dabei abstreifen. Vom enthäuteten Tintenfisch, auch Sepia genannt, ziehen Sie zuerst die Fangarme ab. Den Tintenfischkörper dann etwas aufschneiden und unter fließendem, kaltem Wasser säubern. Schneiden Sie die Ränder und dunklen Stellen gründlich ab. Aus den Tintenfischarmen müssen nur die harten Kauwerkzeuge entfernt werden.